Sie sehen einen Videopodcast zum Thema Respekt von Bettina Schöbitz, Rentability-Respektspezialistin, www.rentability.com. Vorgestern war Muttertag. Vielleicht sind Sie ja auch, so wie ich, mit einem Strauß Blumen und ein bisschen Kuchen bewaffnet, Ihre Mutter besuchen gegangen und haben mit ihr Kaffee getrunken. Dabei ist bei mir vorgestern etwas passiert. Ich habe nämlich darüber nachgedacht, über Dinge, die in meiner Kindheit stattgefunden haben. Und das waren dann so Sachen, dass meine Mutter zu mir sagte, wenn ich rausging und es war draußen kalt, nimm eine Jacke mit, weil du könntest frieren. Oder, das habe ich bei anderen Müttern immer ziemlich eklig gefunden, meine hat es Gott sei Dank nicht getan, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, Kind, du hast da was, dann den eigenen Finger mit Spucke benetzen und dem Kind durchs Gesicht fahren. Das fand ich ätzend. Ja, das hat etwas damit zu tun, dass Mütter dazu neigen, ein Helfersyndrom zu entwickeln. Sie haben ja zunächst mal hilflose, wehrlose kleine Babys, die wirklich alle Unterstützung brauchen. Aber Mütter können das unglaublich schlecht über ihr Leben wieder ablegen. Viele Väter können das übrigens auch. Das ist dieses Helfersyndrom, diese Sucht und diese Sehnsucht, gebraucht zu werden. Doch was passiert, wenn ich heute zu einem Kollegen gehe, der ein Problem hat, wo ich sehe von Ferne, der hat dieses Problem und ich spreche ihn an und sage, du, ich kann dir da eine Lösung aufzeigen. Ich kann dir da helfen. Sie nehmen ihm die Verantwortung für sein eigenes Tun ab. Und damit handeln sie übergriffig. Sie bevormunden diesen Kollegen, weil sie lassen ihm nicht die Chance, sie zu bitten, ihm zu helfen, sondern sie sagen, kann ich dir helfen? Vielleicht ist Ihnen das auch am Telefon schon mal aufgefallen. In manchen Callcentern, wenn Sie dort anrufen, heißt es zum Schluss, kann ich Ihnen helfen? Dumme Frage. Die besseren Callcenter geben sich heute Mühe, an dieser Stelle zu sagen, was kann ich für Sie tun? Denn derjenige, der anruft oder auch der erwachsen gewordene Mensch, ist nicht mehr hilfebedürftig. Der kann das selber entscheiden und der kann selbst um Hilfe bitten, wenn er sie braucht. Ich möchte Sie nun einladen, in der kommenden Woche gemeinsam mit mir einfach mal verstärkt darauf zu achten, wo sind die Stellen, wo wir mit unserem Fachwissen oder mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Können vielleicht vorpreschen, wo wir andere bevormunden, wo wir sie mit unserer Hilfe unterstützen wollen, obwohl sie es eigentlich vielleicht gar nicht wünschen. Weil wenn Sie das ein Stück weit reduzieren und dem anderen die Chance geben, selbst eine Lösung zu entwickeln, oder aber, wenn er sie nicht findet, auf sie zuzukommen und dann zu sagen, kannst du mir bitte helfen? Dann ist das sehr wertschätzend und respektvoll im alltäglichen Umgang miteinander. Ich wünsche Ihnen eine wertschätzende Woche und viel Erfolg. Einen schönen Tag noch. Sie hörten einen Videopodcast zum Thema Respekt von Rentability-Respektspezialistin Bettina Schöbitz. www.rentability.com